Einen schönen guten Tag an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen von FXLED. Herzlich willkommen zu unserem Option for Winners Webinar Optionsstrategien in der Praxis. Referieren wird dieses Thema wie immer Herr Thorsten Eberhardt. Bevor wir jedoch starten, ein paar Hinweise in eigener Sache. Bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Das Webinar dient lediglich zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht der von FXFlat entsprechen. Thorsten, du bist soweit? Ich bin soweit, Wolfgang. Danke. Gut, dann wünsche den Teilnehmern viel Spaß und übertrage nun die Rechte an den Thorsten, damit er sein Okay. Bildschirm übertragen kann. Viel Spaß. Danke. So, welchen Bildschirm seht ihr? Seht ihr meine TWS oder seht ihr meine TradingView? Die TWS. Die TWS. Okay. Auch gut. Ja, vielleicht direkt mal angefangen mit der TWS. Also was ihr hier sehen könnt, das ist ein Iron Condor, der wurde kürzlich aufgemacht. Ja, wir beschäftigen uns ja mit Optionsstrategien und man sieht hier auch wunderschön am Anfang, wenn der Markt eröffnet, was hier die Kurse sich doch stark bewegen können. Ja, das ist jetzt einer auf 7 Tage angelegter Iron Condor. Können wir auch noch mal durchgehen, weswegen wir uns ja hier zusammensetzen, ist ja schlussendlich Optionsstrategien in der Praxis. Ja, es ist ja immer schön, alles zu hören, was es für tolle Strategien gibt. Wichtig für mich ist immer alles live erprobt, ja, bevor man diese Strategie an den Mann bringt, beziehungsweise bevor man diese Strategie auch lehrt, ja, weil Backtests, ja, das sind ja schöne Zahlen häufig, aber in der Praxis wirklich nicht umsetzbar. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns immer sehr häufig mit Backtests. Und wenn ich da jetzt mal hier kurz wechsle, der ein oder andere von euch hat das wahrscheinlich schon mal gesehen. Das ist Option Omega und Option Omega bietet halt die Möglichkeit, wirklich minutiös genaue Backtests zu machen mit ganz vielen verschiedenen Anforderungen und Kriterien. Ja, wenn man sich das jetzt mal hier anguckt, geht man auf New Backtest. Und das ist jetzt beispielsweise eine Strategie, die ich auch oft und gerne trade. Das ist auch ein 7-Tage-Bull-Put-Spread. Und dafür haben wir auch eine App entwickelt. Ja, also vielleicht noch mal kurz zu meiner Person. Ich bin normalerweise nicht der Freund von diesem German Approach, aber hier dieser junge Mann bin ich, bin Optionshändler, führe sozusagen diesen Club, diesen Options for Winners Club. Wir bieten aber auch noch andere Möglichkeiten an, um im Optionshandel aktiv zu werden. Das sind zum Beispiel Indikatoren für die TradingView programmiert. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich auch den O4W Best Indikator. Wir gehen gleich sowieso in die Chartanalyse. Und hier kann man sich halt als Optionshändler gut austoben. Wir haben halt ganz viele Möglichkeiten. Also für alle, die sich dafür interessieren, können natürlich gerne meine Homepage besuchen. Ja, und was wir natürlich auch machen, wir traden natürlich auch und wir traden auch verschiedene, das sieht man hier, verschiedene Strategien und wir gucken uns natürlich immer die Strategien an, die wir auch auf Dauer mit in unser Repertoire nehmen können. Ja, das ist ganz wichtig, weil jedes Mal was Neues zu entwickeln und zu testen, das ist nicht notwendig, wenn man nachher 5, 6 Strategien hat. In Anführungszeichen, wenn man es nebenberuflich natürlich macht, dann ist das voll und ganz ausreichend. Ansonsten bietet der Optionshandel natürlich so viele Möglichkeiten. Da kann man sich wirklich Tag und Nacht dran austoben. Und ein Tool, was ich euch wirklich ans Herz lege, jetzt ohne dass man hier auch eine kostenpflichtigen Zugang buchen müsste, wäre OptionStrat. Ja, also OptionStrat.com ist wirklich mega, auch kostenlos super. Ja, also das braucht man nicht zwingend. Wenn man es natürlich tiefer gehend macht, ist das mehrwerthaltig, wenn man es also eine Bezahlversion sich raussucht, weil man dann über die Griechen, das sind ja die Sensitivitätskennzahlen, die wir für den Optionshandel benutzen, ja, für die Analyse, die kann man sich dann hier auch ganz en Detail anzeigen lassen. Da gehen wir aber auch gleich drauf ein. Der nächste Punkt,
den wir uns jetzt hier mal angucken, sind natürlich die Strategien. Und wenn man hier auf Bild geht, dann sieht man schon, ja, was es für Möglichkeiten im Optionshandel gibt. Und ja, für all jene, die sich neu mit der Thematik beschäftigen, ja, die werden dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Aber es gibt halt zwei, drei Strategien, die immer ansetzbar sind. Das sind für mich zum Beispiel, was ich ja auch letzte Woche hier aufgezeigt habe, das sind die Bull-Put-Spread-Strategien und natürlich auch die Short-Puts. Ja, wobei Short-Puts nur bei Titeln mit kleineren Werten. Und warum? Ja, weil natürlich ein sehr hohes Verlustrisiko da gegenübersteht. Und wenn man das natürlich mit einem in Anführungszeichen Hedge macht, also mit noch einer gekauften Option, dann fährt man natürlich besser. Aber wir wissen es ja auch, das Steuersystem in Deutschland ist jetzt nicht so traderfreundlich. Uns wurde die 20K Verlustverrechnung aufoktroyiert und wie es so aussieht, wird das jetzt nicht morgen wieder verschwinden. Das heißt, wir dürfen nur 20.000 Euro an Verlusten verrechnen. Jeder Euro, der da drüber liegt, der wird dann nicht akzeptiert als Verlust. Und alle Long-Optionen, also alle gekaufte Optionen, fallen unter dieser Verlustverrechnung, entweder wenn die Optionen verfallen, beziehungsweise wenn man auch einen Verlust mit dieser Long-Option macht. Deshalb gehen auch viele sehr, sehr sparsam mit den 20K um. Ja, also dieser 7-Tage-Trade, den ich gerade hier aufgezeigt habe, können wir uns auch noch mal kurz hier anschauen, wie so ein Trade aussieht. Da sehen wir es. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen, der am 23. eröffnet wurde und da hat man für die verkaufte Put-Option, das ist ja jetzt hier ein Bull-Put-Spread, das heißt, wir haben eine verkaufte Option und eine gekaufte Option. Hierfür kriegt man mehr Prämie als für die gekaufte Option, sodass am Ende auch eine Prämienvereinnahmung noch vorhanden ist. Und wenn wir das jetzt hier mal an einem Beispiel aufzeigen, dann wären es jetzt hier 94 hierfür, wenn es bei 100 sind es dann 490 Dollar, haben wir vereinnahmt und 335 haben wir bezahlt. Ja, das heißt, wenn diese Option jetzt hier wertlos verfällt, werden diese 335 an die 20K verrechnet. Ja, das heißt, dann hat man nachher 20.000 minus 335. Und wenn man das regelmäßig macht, dann kommt man schon recht schnell auf die 20K. Und deshalb sind viele Strategien gar nicht für den normalen privaten Trader, der jetzt hier das steuerlich in Deutschland macht, gar nicht verfügbar. Und da muss man natürlich managen. Das heißt, wir haben neben dem Risiko- und Money Management, was ganz, ganz wichtig ist, dem Margin Management jetzt auch noch die 20K. Ja, also die 20K, die gemanagt werden. Aus meiner Erfahrung kann ich aber definitiv sagen, dass bei den meisten, ja, also bei den meisten, die ich jetzt hier gesehen habe, jetzt vom Club, also die mich da angesprochen haben und auch in meiner Zeit als Coach, als ich noch Einzelcoaching gemacht habe, da war es wirklich so, dass die 20K meistens gar nicht wirklich benutzt wurden. Ja, und das ist halt auch wichtig, ne, dass man jetzt nicht das, was man hat, auch nicht ausnutzt. Das ist bei vielen der Fall. Wir haben jetzt im Club so einen 20K-Checker, so ein kleines Tool, drückt man drauf und dann kriegt man halt so eine kleine, so direkt eine Zahl geliefert, wie viel von den 20K haben wir jetzt verbraucht. Wirklich hilfreich, ja, bevor man sich die ganze Arbeit macht aus der IB, ja, also bei den ganzen Resellern ist es ja auch so, ob es jetzt bei FX Flat oder wie die auch alle heißen, ja, dann geht man in die Kontoverwaltung, da kann man sich natürlich die Berichte runterladen und das dann einzeln zusammenrechnen. Da haben wir aber gesagt, wir wollen es kurz haben und haben dazu ein Tool programmiert, was jetzt halt auch im Club verfügbar ist. Und da sieht man es dann direkt auf dem ersten Blick. Ja, aber nichtsdestotrotz wichtig ist hierbei natürlich auch, dass man darauf achtet, die 20K ordentlich zu managen. Nichtsdestotrotz, für mich ist immer das Wichtigste, was im Raum steht, am Anfang das Risiko. Und dann gucke ich mir an, ist die Prämie für mich, für das Risiko, was ich eingehe, ausreichend hoch? Und da sind halt ganz, ganz viele, die traden und sagen, ja, ich super geil, ich kriege 100 Dollar für einen Tag. Ja, dann kommt für mich aber die Frage, ja, was riskierst du denn? Ja, und wenn dann auf einmal kommt, ja, theoretisch im schlimmsten Fall 20.000, aber das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Ich gehe vom Worst-Case-Szenario aus und sage dann,
Für mich ist diese Relation absolut nicht ausreichend, dann mache ich es nicht. Ja? Das ist halt ganz wichtig, weil am Worst-Case-Szenario, es passiert wahrscheinlich nicht. Der ein oder andere, der Corona live miterlebt hat, der wird schon wahrscheinlich sagen, davon wäre ich niemals ausgegangen, ja, aber es ist trotzdem passiert. Ja, aber jetzt, weil es schon mal passiert ist, wird es nicht mehr passieren. Nein, das ist natürlich eine falsche Aussage. Wir gucken uns jetzt aber mal kurz den Markt an, bevor wir überhaupt starten, weil das ist auch immer ganz wichtig. Ist egal, welche Strategie wir eröffnen, man muss sich so trotzdem ein Bild über den Markt machen. Und da gehen wir jetzt mal hier in die Trading View. Die Trading View, das ist eine Online-Chart-Plattform, die halt ausreichende Möglichkeiten bietet, auch in der kostenfreien Version, um hier Chart-Analyse vorzunehmen. Wir sind jetzt hier beim S&P 500. Das ist dieser O4W-Best-Indikator. An der Kerzenfarbe erkenne ich halt schnell, was für eine Stimmung in Anführungszeichen hier am Markt ist. Ist es bullisch, bärisch oder neutral? Bullisch natürlich grün, bärisch rot, neutral weiß. Ja, und was wir jetzt beispielsweise schon gestern erlebt haben, das war natürlich gewaltig, das ist die, Auswirkung von Nvidia auf den Nasdaq selbst. Ja, also Nvidia hatte Earnings. Ja, Earnings werden ja quartalsweise abgerufen und da gibt man ja vorab erwartete Ergebnisse. Und wenn die halt dann übererfüllt werden, dann ist meistens mit einer Kurssteigerung der Aktie zu rechnen. Und gestern war es halt so bei Nvidia, die haben sich in Anführungszeichen deutlich übertroffen, was dazu führte, dass der Kurs über 20% stieg. Ich glaube, das waren über 200 Milliarden Kurssteigerungen, die größte Marktkapitalisierungssteigerung, die, glaube ich, in der Börsengeschichte je da war. Das ist natürlich gewaltig und Nvidia ist natürlich auch ein Nasdaq-Titel und der Nasdaq, der ging natürlich jetzt heute oder geht natürlich heute ordentlich durch die Decke. Ja, und da ist natürlich auch die Frage, vorgestern war es doch noch so oder beziehungsweise gestern sind die Kurse stark nach unten gegangen, man hat doch Angst, dass ja die mit Amerika, ne, die Amerika ist pleite, können ihre Schulden nicht bezahlen etc. Was dann passiert und jetzt das, ne, also das sind natürlich immer solche Dinge, da muss man schon drauf achten. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen und auch ein sehr guter Kollege von mir, du brauchst gar nicht dazu zu hören, von wegen wir können hier alles an den Kursen und an den Optionen sehen. Kann natürlich sein. Ich bin trotzdem ein Freund, dass man sich einfach mal schnell einen Überblick macht. Und das ist auch das, was ich immer jeden Morgen mache. Das sind jetzt hier beispielsweise in der Morgenroutine, rufe ich verschiedenste Panikzeichen ab und gucke sie mir an. Jetzt hatten wir zum Beispiel gestern wieder mal den VIX, den Volatilitätsindex, ja, wird ja auch gerne Angstbarometer genannt. Der ist gestern wieder über 20 gestiegen. 20 ist immer so ein Schritt in die Panik. Und deshalb sind wir jetzt von einem Panikindikator auf zwei. Summa summarum ist es aber trotzdem noch im grünen Bereich. Der ein oder andere kennt vielleicht auch Fear and Greed oder Put und Call Ratio. Wenn die Puts über den Calls sind, geht man eher auf Kursabstieg als auf Kursanstieg. Das ist nicht der Fall. Und dann haben wir hier auch noch die VIX-Termin-Strukturkurve als wesentlichen Punkt. Das könnt ihr euch auch wirklich immer wieder anschauen. Ja? Das heißt, ihr geht hier einfach auf vixcentral.com, alles kostenfrei. Also für mich ist es immer so, besonders wenn man anfängt. Und ich denke mal, viele von euch, die jetzt zuhören bzw. zusehen, sind Anfänger. Da würde ich mich schmal aufstellen. Ja? Ich würde jetzt nicht anfangen, überall Bezahl-Apps, größte Monitore und weiß ich nicht was, sondern ich würde erstmal Schritt für Schritt anfangen und das ist beim VIX-Central auch eine gute Seite und die ist kostenfrei. Wenn wir uns nochmal überlegen, wofür wir das brauchen, der Volatilitätsindex selbst, der VIX, ja, das ist ja die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. Und wenn man mehr bereit ist zu bezahlen, dann will man ja sozusagen auch mehr bezahlen für seine Absicherung. Das heißt, erstens, wir wissen, wenn der VIX höher ist, ist das schon ein Zeichen für Panik, weil man ja jetzt bereit ist, sich gegen Unsicherheiten mehr abzusichern. Der zweite Punkt ist hier, das ist der VIX Future, die VIX Terminstrukturkurve. Das sind Futures auf den VIX und die haben unterschiedliche Laufzeiten. Und die längeren, die sind hier hinten und die kürzeren sind hier vorne.
Und normalerweise, so wie es jetzt ist, sollte es auch sein, dass die kürzer laufenden günstiger sind als die weiter in der Zukunft liegenden. Ja, weil man kann natürlich weiter, nicht viel weiter in die Zukunft schauen. Das heißt, die Unsicherheiten in Anführungszeichen sind mehr in der Zukunft. Und das ist halt eine Contango. Ja. Jetzt gibt es aber auch den Fall, dass jetzt beispielsweise große Panik schon vorher ist. Dann steigt meistens der Frontkontrakt an und die anderen hinterher. Und dann bildet sich so eine Kurve. Ja. Oh, Entschuldigung, da bin ich gerade über mein Mauspad sozusagen gestolpert. Haben wir so eine Kurve. Und das ist die Backwardation. Und diese Backwardation, die sagt ja nichts anderes aus, als dass jetzt sozusagen das Feuer vor der Tür direkt ist, ja, und dass man jetzt, und zwar jetzt, wirklich jetzt, mehr bereit ist für die Absicherung zu bezahlen. Und das ist wirklich panisch. Deshalb ist die VIX-Terminstrukturkurve ein Panikzeichen, wenn es eine Backwardation ist. Ja, und das haben wir jetzt hier zum Beispiel auch als Teil unseres Indikators. Das heißt, wir haben dann ein kleines B dort stehen, wenn wir da eine Backwardation haben. Ja, das ist aber alles in Anführungszeichen nicht notwendig. Das kann man hier alles schön selber machen. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, wir sehen uns den Markt an, wir gucken mal hier rein. Es ist weiß, es ist neutral, also es ist jetzt nicht wirklich bärisch. Und die VIX-Terminstrukturkurve, die sieht auch gesund aus. Wie gesagt, die später in der Zukunft liegenden, die sind teurer als die Frontkontrakte. Dann ist es für mich eine Möglichkeit, auch meine Lieblingsstrategie, diese Bull-Put-Spreads und die Short-Puts in Form einer Brot- und Butter-Strategie zu machen. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch Möglichkeiten, das ein wenig anders aufzustellen. Und deshalb kommen wir heute auch auf den Jade Lizard beziehungsweise auf den Reverse Jade Lizard zu sprechen. Und dann gehen wir hier auf Bild. Und wenn man sich jetzt mal die beiden sich anschauen möchte, dann guckt man hier auf Asas. Und das Schöne, wenn man mit dem Mauszeiger einfach hier drüber geht, dann sieht man hier unten schon, ja, es ist Englisch, ne, ein bisschen muss man sich mit dieser Sprache doch beschäftigen. Alles Wesentliche, was wir hier machen, spielt sozusagen auf dem amerikanischen Markt. Dann sieht man aber hier rechts unten schon den Graphen, also den Profit- und Loss-Graphen, und also Gewinn- und Verlust-Graphen. Und links eine Beschreibung und auch für was für Ausrichtungen diese Strategie anwendbar ist. Und jetzt sagt hier bei Jade Lizard, es ist bullish, ja, und es hat ein Limit, einen begrenzten Profit, also die Prämie ist, der Gewinn ist schon von vornherein festgelegt und wir haben aber einen unbegrenzten Verlust. Und wir gucken uns das jetzt mal einfach an. Dazu gehen wir jetzt bei Jade Lizard rein. Wie setzt sich dieser Jade Lizard von dem Setup zusammen? Das kann man hier schön sehen. Wir haben hier auf der Seite haben wir zwei Optionen, zwei Call-Optionen, und zwar eine verkaufte Call-Option und darüber liegend eine gekaufte Call-Option. Des Weiteren haben wir hier bei dem Jade Lizard eine Put-Option und eine verkaufte. Ja? Unterhalb der Zahlen sind immer verkaufte. Und oberhalb der Zahlenreihe sind immer gekaufte Optionen. Ja. Wir haben jetzt eine verkaufte Put-Option. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie sieht das denn jetzt hier aus? Wir machen jetzt mal hier einen Chart. Hier ist der Aktienkurs. Und schön wäre es natürlich, wenn sich der Kurs zwischen den beiden verkauften Optionen bewegt. Ja, das heißt, wir sind hier de facto, sind wir hier am besten aufgestellt, wenn wir uns dazwischen bewegen. Und das kann man hier auch schön erkennen an dem Graphen. Ja, wir haben jetzt hier, das ist nur ein Beispiel, das ist jetzt keine konkrete Idee, ja, das möchte ich noch dazu sagen, haben wir auf der einen Seite eine verkaufte Put-Option mit 4.130 und eine verkaufte Call-Option mit 4.155. Das heißt, zwischen diesen beiden Punkten ist der maximale Profit. Das, was wir ja direkt zu Beginn bekommen. Ja, wir setzen den Trade auf und bekommen natürlich direkt auch das, was wir als Verkäufer durch die Vereinnahmung der Prämien erzielen. Das wäre jetzt in dem Fall
10,55, immer mal 100 nehmen. Wir haben hier Kontraktgrößen von 100. Ja, das sind 1.055 Dollar kostet, bekommen wir dafür. Hierfür bekommen wir 420 und hierfür zahlen wir 225. Und das ist dann sozusagen die vereinnahmte Prämie, die wir hier zu Beginn erhalten würden bei diesem Trade. Das wären jetzt diese 1.345 Dollar. Ja, also das ist das, was wir definitiv bekommen. Der nächste Punkt, den wir uns hier angucken, das ist die Chance of Profit. Das heißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir, ne, Ceteris Paribus, also unter den jetzt gleichen Bedingungen, eine wirkliche, einen Gewinner erzielen. Der liegt hier bei 69%. Das heißt, hier haben wir eine Trefferwahrscheinlichkeit von 69%. Was wir hier noch sehen, und da bekommt wahrscheinlich der ein oder andere auch Schnappatmung, das ist der maximale Verlust, den man hier erzielen könnte. Und das wären gewaltige 411.664 Dollar. Ja, das ist ein Einfamilienhaus hier in Deutschland, zumindest vielleicht nicht in München, aber auch hier in Düsseldorf wahrscheinlich nicht. Aber ansonsten kann man schon sagen, das ist ein Betrag, den möchte man natürlich so nicht erleben. Und das liegt natürlich daran, dass wir hier unten offen sind. Ja, wie gerade aufgezeigt, wir sind hier oben, haben wir zwei. Wir haben eine verkaufte Call-Option und eine gekaufte Call-Option. Das heißt, wenn die Aktie jetzt nach oben schießen würde, sind wir ab dem Strike, so nennt sich das, ne, der Preis hier der gekauften Call-Option, der Ausübungspreis, da sind wir safe. Alles, was da drüber anfällt, so what? Das sind wir nicht, da sind wir nicht von betroffen. Unser Risiko liegt sozusagen zwischen den beiden, zwischen der verkauften Call-Option und der gekauften Call-Option. Aber, und jetzt müssen wir uns mal gucken, der Jade Lizard, der besteht ja nicht nur aus der verkauften und der gekauften Call-Option, das ist übrigens ein Bear-Call-Spread, sondern auch eine verkaufte Put-Option. Und hier ist es jetzt halt so, können wir natürlich bis null verlieren. Ja, also bis der Kurs auf Null ist. Und das ist jetzt hier der Fall. Das sind ja 4.130 mal 100. Das sind dann die 413.000 Dollar, die wir hier verlieren könnten, abzüglich der Prämie. Ja, und das ist natürlich ein Piece of Cake. Das heißt, das macht natürlich den Braten jetzt auch nicht fett. Also da kann man nicht nachher sagen, ja, ich habe ja wenigstens noch die Prämie. Das ist nicht das, was man will. Und deshalb ist es natürlich immer wichtig beim Risikomanagement, passt das zu einem? Und da haben wir zwei Punkte, die werde ich heute übrigens, kann ich auch noch mal kurz zeigen, das ist das, was wir heute Abend im Clubtreffen hier besprechen. Und da ist auch das Risikomanagement mit drauf, weil die Fragen kommen halt immer wieder. Man muss natürlich auch Prämien so vereinnahmen, dass die zu dem Depot, also zu der Depotgröße passen. Ja, das ist die Positionsgröße. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Positionsgröße von 1%, und ich habe ein 100.000er Depot, dann wäre hier bei 1.000 Dollar das Ende der Prämie. Das heißt, alles, was da drüber ist, packe ich nicht an, weil das passt zu meinem Money Management nicht. Ja, das ist ganz wichtig, weil, und jetzt kommen wir zum Risikomanagement. Das Risikomanagement ist natürlich auch wichtig. Das heißt, eine entsprechende oder entsprechende Orders, entsprechende Exit-Strategien. Ja, das heißt, wenn man jetzt beispielsweise hier 1.000 Dollar oder 1.200 Dollar generiert, dass man dann schon von vornherein festlegt, wann gehe ich raus. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich nehme 200% Verlust, würde das bedeuten, ich gehe raus, wenn ich jetzt hier zweimal 1.250, also wenn ich 2.500 generiert habe an Verlusten. Ja, das ist wichtig. Deshalb Money Management und Risikomanagement. Und da gehören natürlich auch Orders zu. Auch die Take-Profit-Order. Ganz wichtig. Viele lassen das dann auch einfach laufen. Wenn ich in einer kurzen Zeit schon 50% von dieser Prämie generiert habe, dann gehe ich raus. Weil solange ich mit dem Trade im Markt aktiv bin, solange habe ich ein Risiko. Und deshalb, Take Profit auch immer fixieren. Regelwerk ist ganz, ganz wichtig. Das kurz erklärt, was Money Management und Risikomanagement ist. Der nächste Punkt, auch ganz wichtig.
Wir haben ja jetzt hier, wenn wir bei FX Flat ein Konto eröffnen und wollen solche Strategien fahren, haben wir in der Regel einen Margin Account. Ja, und beim Margin Account hinterlegen wir beim Broker eine Margin. Das ist sowas wie Pfand. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass das zur Margin passt. Ja, das heißt hier, das ist jetzt ein 50k Account. Ja, und hier habe ich jetzt beispielsweise, wenn man sich das jetzt hier anguckt, gehen wir mal hier rein, Margin-Auswirkung anzeigen, dann hat mich das hier um den Dreh 1800 Dollar Margin gekostet. Ja, bin aber von der Auslastung, ne, das ist der Puffer, ne, die Cushion, der Puffer, ich habe noch 96% oder ja, um die 96 bis 97% Puffer, ja, also Margin, die möglich wären. Ich habe dementsprechend nur 2 bis 3% der Margin verbraucht und dann ist es in Ordnung. Da muss man natürlich drauf achten. Der ein oder andere kennt vielleicht den Film Margin Call, aber ich kann es euch sagen, das passiert nicht nur im Film, ja, das passiert auch im realen Leben. Ich habe da den ein oder anderen im Club gesehen, der das auch hatte. Da muss man natürlich aufpassen. Ja, das heißt Risiko, Money Management, Margin Management und das, was natürlich für den einen oder anderen auch ganz wichtig ist, ist die Verwaltung, also das Management der 20k Verlustverrechnung. Wenn wir uns jetzt aber nochmal hier zurückgehen und gucken uns den Jade Lizard an. Für wen ist der Jade Lizard ganz passabel? Für die bullische Seite. Ja, und da muss man natürlich immer überlegen, dass man auch Titel nimmt, die auch bullisch sind. Ja, das nicht nur welche von wegen, wo die Vermutung vielleicht da ist. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich habe auf YouTube jetzt etwas gezeigt, wie man mit Barchart auch die jeweiligen Titel raussuchen kann. Wir machen es jetzt hier bei uns ein bisschen automatisch. Ne? Das heißt, von wegen, wir kriegen jeden Tag um 16.05 Uhr vier Titel geschickt. Ne? Also wir waren auch gestern schon, mit Nvidia halt bullish. Das wäre natürlich jetzt ein wirklich guter Trade gewesen. Ne? Wir haben auch für bärische welche und wir haben halt auch, wir können uns die ganzen Listen hier angucken. Ja, das heißt, wir haben hier ein großes Potpourri an Werten, die wir immer benutzen. Das heißt, das erspart uns die Arbeit. Aber das ist immer alles schön, alle Tools etc. zu haben. Wichtig ist, dass man versteht, was dahinter steckt, was man da macht, ja, und wie es funktioniert. Und das habe ich ja auch schon mal erklärt. Bei meinem O4W-Best-Indikator, den braucht ihr gar nicht, ihr braucht nicht dafür in den Club kommen, ihr braucht den auch nicht kaufen, ihr könnt den euch auch selber zusammenbauen. Ne? Ich habe das mal in einem Video gezeigt, die ganzen Subindikatoren, auf die er basiert. Ja? Das ist einfach nur eine Hilfestellung, ja, für etwas, was sich das erleichtert, wie man es erleichtern kann. Das ist genauso mit Bots, mit Automatisierung. Ich würde mich zum Beispiel in so einem Tesla mit so einem Autopilot erst setzen, wenn ich selbst mal diesen Tesla gefahren bin, beziehungsweise wenn andere ihn auch gefahren sind mit dem Autopilot. Ja? Und dann würde ich vielleicht mich auf den Autopilot verlassen. Nur, und jetzt kommen wir zum Punkt, wenn der Autopilot versagt, dann muss man in der Lage sein, das Auto selbst zu bedienen. Und das ist hier definitiv der gleiche Fall. Das heißt, ihr könnt die geilsten Tools haben, wie auch zum Beispiel dieser Trade Scanner von Markus. Kann man alles haben. Nur schlussendlich ist es doch wichtig, dass man unabhängig, selbstständig und nachhaltig erfolgreich an der Börse, egal ob mit Optionen oder anderen Produkten, agiert. Ja, und deshalb ganz, ganz wichtig, Wissen geht zuerst. Also immer erst wissen und dann machen. Ja, und auch bei dem Aufsetzen. Wir haben die Möglichkeit, ne, wenn ihr jetzt ein Konto bei der TWS, bei FX Flat eröffnet, dann habt ihr nicht nur die Möglichkeit, hier live zu traden, ihr habt auch die Möglichkeit, ein Paper Trading aufzumachen. Ja, das heißt, das ist ein Demo-Konto und das funktioniert 1:1 wie dieses Live-Konto. Da könnt ihr die Techniken üben. Und wenn ihr die geübt habt und ihr habt euch auch ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt der Schritt zum Live. Ja, und dann geht man halt einfach mal rein. Und, das sage ich auch immer wieder, mit kleinen Positionen. Ja, selbst wenn ihr jetzt ein 100.000er Depot habt oder vielleicht noch größer, macht es klein. Nicht direkt hier über Erwartungen und dann Unzufriedenheit. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, warum ist man schlussendlich nicht glücklich? Ja, weil die Erwartungen
fehlgeschlagen sind. Ja, das heißt, da haben oft, ja, ich höre es immer wieder, hohe Ziele, die müssen höher sein, als man sich das vorstellen kann. Ja, ganz ehrlich, Freunde, wenn ich jetzt dran denke, wie viele Jahre ich gebraucht habe, auch um halbwegs vernünftiges Vermögen zusammenzukriegen, um auch ordentlich traden zu können, da will ich jetzt aber auch nicht jetzt hier mit irgendwelchen übernatürlichen Zielen kommen und schlussendlich, weiß ich nicht, 15 Jahre durch Trades davon kaputt machen. Ja, also das ist ganz wichtig. Kleine Schritte gehen und wenn die klappen, dann größer. Ne? Das, was ich vorschlage, ist immer, wenn ich mit dem Optionshandel jetzt anfangen würde, würde ich mir sagen, ich möchte 0,5% Rendite pro Monat. Ja, das ist etwas, was voll erreichbar ist. Und dann, wenn man das ein halbes Jahr kontinuierlich erreicht hat, dann würde ich sagen, kann man sich das höher setzen. Das ist mein Vorschlag. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Jade Lizard. Wenn wir jetzt mal einen Titel nehmen, ja, wir nehmen jetzt mal einen Titel, ich suche mir jetzt mal hier einen raus. Ja, ich suche mir mal kurz hier einen raus. So. Wichtig ist jetzt auch, ich möchte jetzt kein Earnings Trade machen, das heißt, ich will die Earnings jetzt hier weglassen. Und dann gucke ich mir mal hier an und da sehen wir mal, hier ist jetzt für mich Amazon. Ja, gucke ich mir mal Amazon jetzt an, wo ich sage, hier möchte ich mal gerne einen Jade Lizard machen. Gebe hier den Ticker ein, AMZN. Dann nehme ich eine Laufzeit. Ich bin immer so gerne bei 45 Tagen bis 60 Tagen. Ja, hier 44 Tage. Ich nehme jetzt hier die 58 Tage. So, muss kurz die Stimme ein bisschen ölen. Und dann gucke ich mir jetzt mal an, was ich auf der Unterseite mache, also auf der verkauften Put-Seite. Guck es mir an. Wir sind jetzt hier Delta 43. Das ist zu nah. Ja, Delta sagt ja zweierlei aus. Hier ist die Wahrscheinlichkeit 43%, dass du einen auf die Mütze bekommst, dass du in die Pflicht kommst. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt Delta natürlich auch aus, wie viel Prozent du am Underlying-Preis partizipierst mit der Optionsprämie. Ja, und wir gehen jetzt mal hier und suchen uns was Defensives aus, weil wir gucken auch hier auf Chance of Profit. Ja, ganz wichtig. Gucken uns das jetzt hier an. Delta 8, gucken wir mal hier. Delta 13, nehme ich Delta 8. Ich sage immer so, Delta 7 bis 12 würde ich hier nehmen. So, und jetzt gucken wir uns auf der Oberseite das Gleiche auch mal an. Wir sind jetzt hier bei Delta 42. Jetzt sind wir bei Delta 10. Können wir so lassen. Und hier der Abstand. Der ist in Ordnung und das kostet nur 20 Cent. Ja, das sind 20 Dollar, die von den 20.000 weggehen. Ja, das ist Piece of Cake. Das ist etwas, von wegen, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Sind aber dann sozusagen oben hin abgesichert. Das heißt, wenn jetzt Amazon beispielsweise richtig durchstartet, ja, wäre unser theoretischer maximaler Verlust 1.000 Dollar, ne, 10 mal 100, also der Spread 10 mal 100, 1.000 abzüglich der vereinnahmten Prämie. Das ist ja das, was wir von Beginn an bekommen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich mache die Range ein bisschen höher. Wir sehen hier Chance of Profit 86%. Das ist gut. Für 58 Tage bekomme ich 119 Dollar. Das ist auch gut, weil, habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, ich möchte immer mindestens 1 Dollar pro Tag verdienen. Ja? Und wenn wir uns die Tabelle jetzt mal angucken, dann sehen wir hier, wie sich das über Tage entwickelt, weil wir haben hier faktisch einen Zeitwert, an dem wir profitieren. Das heißt, jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, die vergeht, machen wir Profit. Ja? Und das sieht man auch, wenn man sich hier auf dem Kurs von heute bewegt, dann sieht man, wird automatisch immer mehr, wenn der sozusagen sich seitwärts entwickelt. Und da gucken wir uns das nochmal kurz hier an. Verkaufte Put-Option, verkaufte Call-Option, hier ist die gekaufte Call-Option, warte kurz. So, ne? Seitwärts passt, wenn sich das nach oben halbwegs entwickelt, passt und wenn sich der Kurs nach unten. Ja? Das heißt, wir haben drei Szenarien, wo es funktioniert. Wo es nicht funktioniert, ist natürlich, wenn es stark nach unten oder stark nach oben geht. Ja? Da muss man natürlich auch Anpassungen vornehmen. Aber ansonsten, wenn man jetzt überlegt, ich gehe bei 50% Profit raus, ja, kann man sich hier auch angucken, dann sieht man schon, wenn der Kurs sich jetzt auf
der gleichen Stelle bewegt, wären wir so zwischen dem 12. und 14. Juni draußen. Ja, das ist natürlich dann viel weniger als die ursprünglich aufgestellten 58 Tage. Will damit sagen, nicht immer glauben, nur weil der Trade länger läuft, dass man länger drin bleibt. Ja. Wir gehen dann hier wieder raus und wenn wir dann wieder rausgehen, gleiches Spiel. Dann guckt man sich einfach mal an, wie sich beispielsweise der Kurs von Amazon aktuell entwickelt. Ja, also das heißt, wir gehen dann, wir können es ja mal gucken hier, wir gehen dann bei Amazon rein. Ja, wenn wir uns jetzt mal Amazon hier nehmen, guter Zeitpunkt, wieder was zu trinken. Ja, das hat man halt mal kurz. Ja. Thorsten, ich mal kurz unterbrechen. Wir haben gerade zum Thema Amazon zwei Fragen drin. Einmal von Al Bundy und einmal von vom André. Könntest du da mal kurz drauf eingehen? Sehr gerne. Ich öffne kurz das Fensterchen. Al Bundy hat aber da vieles. Wo soll ich denn da am besten anfangen? Ja, direkt zum Thema haben wir hier die letzten beiden. Die letzten beiden von was ist der Trade Scanner von Markus? Ja, kannst du mal auch bei Webinaren von FX Flat gucken. Da macht der Markus Runau. Der hat da so einen Trade-Scanner, ja, und da scannt der immer sozusagen schon die Strategie mit der jeweiligen Aktie beziehungsweise mit dem jeweiligen Basiswert. Das ist so ein Tool. Das ist das, was der Kollege Markus Runau da aufzeigt. Hier, wenn ich eine Long-Position, eine Long-Put auf beispielsweise Amazon kaufe mit langer Laufzeit über einem Jahr, wie und wo sehe ich, welchen Hebel die gekaufte Long-Option hat? Und wie kann ich die möglichen Kaufentwicklungen des Long-Put in einem Jahr durchspielen? Also du kannst hier bei Options, das ist jetzt aber nicht, sorry to say, aber das ist jetzt nicht für das Thema jetzt. Hier sind viele Fragen. Der hat auch zum Put-Ratio, Backspread etc. Das ist ja jetzt hier, also da müssen wir jetzt mal ein bisschen auch auf unsere Agenda gucken. Wir besprechen die Optionsstrategien jetzt Jade Lizard. Die Put-Option, die kannst du hier, du kannst ja hier einfach mal bei Options Strat dir für Amazon beispielsweise eine Put-Option anschauen und dann kannst du hier unten auch gucken, wie die jeweiligen Sensitivitätskennzahlen, die Griechen reagieren und du kannst natürlich auch hier mit der impliziten Volatilität spielen. Ja, also das ist halt wirklich möglich und dann kriegst du das hier auch meistens angezeigt. Andernfalls hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, über Trader Workstation was zu machen, obwohl da muss ich ganz ehrlich sagen, was mir hier weniger gut gefällt, ist, dass die implizite Volatilität, die ja für uns ganz, ganz wichtig ist, hier weniger in diesem Performance-Profil beziehungsweise in den Analysen hier aufgezeigt wird. Genau, $1 pro Tag heißt, wenn ich jetzt einen Trade eröffne mit 58 Tagen, dann soll es mindestens $58 sein. Selbst beim 16.06. komme ich nicht auf. Ja, doch klar, wenn du den 16.06. hast, wenn du jetzt hier theoretisch $117 verdienst. Für 58 Tage und der dauert nur die Hälfte der Laufzeit und ich gehe bei 50% raus, dann habe ich doch trotzdem noch einen Dollar, mehr als einen Dollar pro Tag. Also, also das ist schon wichtig. Also, ich gehe aber am Anfang rein. Ja, das heißt, ich will jetzt nicht mich zu sehr mit den wirklichen kleinen Prämien da beschäftigen, weil ja, FX Livelet möchte ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, das kostet natürlich Gebühren. Und die darf man natürlich nicht unterschätzen. Und wenn ich dann etwas mache, wo ich für 58 Tage nur $30 bekomme, zahle aber für die Eröffnung und dann auch noch für Schließen eine Provision, dann ist das natürlich nicht gerade der effizienteste Weg. Ja, das muss man natürlich hier auch sagen. Genau, und noch mal ganz kurz zu der Frage von Al Bundy für den Back-Ratio, für den Put-Ratio-Backspread.
Genau, vorher rausgehen, bevor die Jauchengrube da kommt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann wird es ungemütlich. Ja, da muss man halt drauf achten. Ja, Margin sage ich immer, Marginauslastung. Ich würde nur mit 40% Marginauslastung reingehen. Das ist so eine Pi mal Daumenzahl. Positionsgröße, Prämienhöhe, genau, Positionsgröße sage ich immer, alle größeren Konten 0,5%, das heißt alles ab 100k 0,5% und alles unter 100k 1%. Das heißt, bei jedem Trade dürfte dann bei 100k, wenn wir jetzt 0,5% nehmen, nur 500 Dollar Prämie verdient werden und bei unter 100k, wenn wir jetzt 50k beispielsweise haben und nehmen 1% Positionsgröße, wären das dann also auch 500 Dollar. Ne? Also, dass man halt, je höher man geht, die Positionsgröße ein bisschen kleiner macht, weil man ja auch mehr tradet. Ja, das ist ja einfach so, weil wir haben ja eine Margenauslastung, die können wir natürlich auch gut nutzen. Und wenn wir ein größeres Konto haben, würde ich versuchen, ja, also die Prämien ein bisschen kleiner zu halten, weil manchmal ist es ja der Fall, dass sich eine Prämie verachtfacht, ja. Und dann hätte ich, wenn ich 1% Positionsgröße habe, mal eben schnell 8% von meinem Depot an Verlusten generiert, ja. Und deshalb, wenn ich jetzt ein größeres Konto habe, dann sage ich, ich nehme 0,5%, dann wären es 4%, ne? 8 mal 0,5%. Genau. Das ist das, was ich bei den Positionsgrößen beziehungsweise beim Risikomanagement da eher machen würde. Ja? Und diese Reverse Jade Lizard, da fragt sich der ein oder andere, wo liegt denn jetzt der Vorteil? Der Vorteil liegt natürlich schon grundlegend daran, dass wir hier einfach, was heißt einfach, zweimal eine Prämie hier schon verdienen. Und die Absicherung ist natürlich, und deshalb ist es ja auch bullisch, die Absicherung ist deshalb, weil man natürlich auch davon ausgehen kann, dass der Kurs sich oberhalb dieser Grenze entwickelt und dann möchte man natürlich auf der Oberseite geschützt sein. Und wenn man das Spiel jetzt einfach mal umdreht, ich nehme jetzt mal die weg, die gekaufte Call-Option, ich kann sie auch ganz removen und haue jetzt darunter eine Put-Option. Und dann sieht man, jetzt haben wir das Spiel umgedreht und das ist der Reverse Jade Lizard. Das heißt, wir sind auf der Oberseite nackt. Nackt heißt, wir haben keine Absicherung, wir haben nur eine verkaufte Option. Und auf der Unterseite sind wir gehedged mit der gekauften Put-Option. Das heißt, das Spiel von eben auf der Oberseite haben wir jetzt auf der Unterseite. Das heißt, hier sind wir abgesichert. Nach oben ist Polen offen. Ja, Sky is the limit. Das ist natürlich dann wirklich, hier steht es auch, Max Loss unendlich. Ja, da muss man natürlich dann auch drauf achten. Was immer gefährlich ist bei Aktien, das muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es auch bei Natural Gas, war ja mal bei optionsellers.com, kann man mal nachgucken, von wegen wie viel Pleiten er damit generiert hat, wo auf einmal der Gaspreis so in die Höhe geschossen ist. Hier ist es definitiv so, dass wir nach unten abgesichert sind, nach oben nicht. Ne, Absicherung, wie gesagt, haben natürlich den Vorteil, dass die Margen in der Regel, ne, es kommt immer auch auf das Portfolio an, nach unten bringen, ja, also eine vernünftige Margen hat man dann. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, man hat natürlich auch Kosten. Ja, Kosten sind so oder so nicht schön, für 20k auch nicht. Und last but not least, und das ist halt auch wichtig, und das hat natürlich auch was mit Optionen zu tun, man schränkt natürlich die Beweglichkeit der verkauften Option ein. Weil, wenn ich jetzt eine gekaufte Option hier habe und ich hatte vorher einen hohen Zeitwertverfall von 1, ja, und hier die kostet 0,2 Zeitwertverfall, dann habe ich vorher 1 gehabt und jetzt habe ich nur noch 0,8. Das heißt, die Vorteile der verkauften Optionen werden teils eingeschränkt von den gekauften Optionen. Das ist halt der Zeitwertverfall. Oder wenn du beispielsweise Strategien hast, die von einem Rückgang der Vola profitieren, dann ist das ja auch schlecht, weil die gekauften Optionen, die verlieren ja, wenn die Vola fällt. Ja, das heißt, da muss man natürlich auch immer gucken. Und deshalb sind auch bei vielen. Und da gehen wir jetzt mal auch drauf ein, wenn ich das hier remove. Short Strangle so aktiv am Traden. Ja, weil sie halt dann relativ schnell reagieren können. Chance of Profit ist auch hoch. Ja, und man hat natürlich den Vorteil, dass beispielsweise
ein schneller Profit entstehen kann, wenn jetzt Amazon eine extrem hohe Wohler hat, ist egal, was passiert ist, eine extrem hohe Wohler hat, dann ist es natürlich auch so, dass man ganz schnell von der fallenden Wohler profitiert, wenn man zwei verkaufte Optionen hat. Ja, das ist natürlich ein Grund, den muss man auch beachten. Andererseits kann natürlich das auch passieren, selbst wenn die Wohler fällt, ja, und man profitiert, dass der Kurs entweder stark nach unten oder stark nach oben sich entwickelt und dann kommt man natürlich als Verkäufer in die Pflicht. Ja, da sind viele Punkte, die man immer wieder berücksichtigen muss. Dieser Jade Lizard und dieser Reverse Jade Lizard, den mag ich aber trotzdem. Also den mag ich sogar sehr gerne. Und von daher stelle ich den hier auch vor. Nur wie gesagt, ganz wichtig ist, dass man auch immer weiß, wie man es aufstellt. Ich würde jetzt hier beispielsweise bei Amazon, würde ich hier sagen, wäre der normale Jade Lizard hier geeignet. Ja, das heißt, hier würde ich das dann so machen, dass ich hier den normalen Jade Lizard und dann immer wieder gucke, ja, wie es gerade hier aufgezeigt. Ne, wenn wir jetzt hier so eine Phase haben und beim Schließen, weil man die 50% erreicht hat, ist es immer noch grün, dann gehe ich halt wieder rein. Ne, das habe ich jetzt hier bei Apple. Kann ich es auch noch mal kurz zeigen? Ja, man sieht, der Markt, der hält sich aber noch ordentlich oben. Also hier einen Chart zurücksetzen und da kann man das halt hier sehen. Also kann man hier wirklich schön sehen. Da hätte man häufig wieder was aufmachen können. Also das sind halt dann immer wieder Möglichkeiten, dass man da halt sozusagen mitgeht. Und das kann man natürlich auch auf der anderen Seite simulieren, dass man halt dann auch das hier mitnimmt, dass man halt hier diese Wege nach unten, also hier nach unten geht. Mit dem Reverse Trade Lizard. Das sind sozusagen die Punkte. So, jetzt gehe ich nochmal auf die Frage ein. Da ist jetzt eine rote Fahne. Wenn du zum Beispiel einen Shortput bei 50% zurückkaufst, dann fällt, nein, fällt es nicht. Ich bin jetzt hier kein Steuerberater, ich darf auch solche Aussagen nicht treffen, aber nein, das ist jetzt bei verkauften Optionen nicht der Fall. Also das ist auch der Grund, warum viele jetzt auch nur dieses Option Selling, also dieses Verkaufen von Optionen machen ohne Absicherung und dann halt auch häufig auf kleinere Werte, weil der Verlust natürlich dann auch kleiner ist, den man halt machen kann. Wenn natürlich eine 20-Dollar-Aktie, die kann maximal auch nur auf Null fallen, dann nennt man 20 mal 100 wären 2000. Ja, wenn man jetzt Tesla nimmt mit 170, und die fallen auf Null, dann wären es 170 mal 100, wären es 17.000, die man da theoretisch verlieren kann. Okidoki, das würde ich sagen, war es von meiner Seite, wenn da keine weiteren Fragen mehr sind. Nein, sind keine weiteren Fragen. Wolfgang. Ja, die Frage hier, was ist der Unterschied zwischen einem Margin und Cushion und wie weit sollte man die Cushion nutzen? Achso, ja, genau. Also, wir haben beispielsweise ein 100er Konto und wir haben jetzt Margin Fund von 10.000. Dann hätten wir jetzt eine Auslastung von 0,1, 10%. Ja, 10 durch 100, 0,1, 10% Margenauslastung. Was schlussendlich, das heißt, wir haben 0,9 Cushion und das sind dann diese 90% Puffer. Ja, das heißt, das hier, was ich eben auch gezeigt habe, ist jetzt hier bei 96% Cushion oder 0,96. Ergo 4%, 3 bis 4% haben wir dann an die alten Margenauslastung. So, genau. Ja, also du kannst dir mal El Bandi, du kannst dich mal mit den Griechen beschäftigen. Jetzt, wenn du jetzt den Hebel bzw. Delta anguckst und sowas alles, dann wirst du deiner Frage wahrscheinlich auch eine Antwort finden. So, wir haben hier aber keine Fragestunde. Wollen jetzt hier auf diese Strategien und ich denke, da sind wir jetzt auch gut durchgekommen.
Ja, okay, Thorsten, dann vielen Dank. Dankeschön, Wolfgang. Dankeschön, alle Zuhörer und Ja, von Seiten FXFed natürlich auch. Ich wünsche allen einen angenehmen Tag und viele erfolgreiche Trades. ja, genau. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao.